Die Entscheidung, welches die richtige Schule für mein Kind ist, fällt nicht immer leicht. Aktuell sehen sich wieder zahlreiche Eltern mit dieser Frage konfrontiert. Das Schulzentrum in Bad Segeberg ist 1975 gegründet worden als Dörfergemeinschaftsschule. Circa 820 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die in 33 Klassen von 60 Lehrkräften unterrichtet werden. Bernd Falkenhagen ist bereits seit 2005 Schulleiter an der Gemeinschaftsschule. Abschlüsse, die hier erreicht werden können, sind der Hauptschulabschluss. Neuerdings heißt dieser Abschluss erster allgemeinbildender Schulabschluss, abgekürzt ESA. Und natürlich auch der mittlere Schulabschluss und seit neuestem auch die Hochschulreife, also das Abitur. Wir sind eine offene Ganztagsschule. Das heißt, es gibt an 4 Tagen in der Woche, montags bis donnerstags, ein vielfältiges, freiwilliges Nachmittagsangebot. Falls Ihre Kinder auch hier Mittag essen sollen, für 3,30 Euro, meine ich, gibt es hier ein Mittagessen, das hier zwar nicht frisch zubereitet wird, das wird tiefgefroren geliefert, aber ich kann Ihnen versichern, man kann es essen. Beate Kuhn ist die pädagogische Koordinatorin und kümmert sich insbesondere um die Belange der Schülerinnen und Schüler und ist stets bemüht, ihnen soziale Kompetenzen näher zu bringen. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen und unserer Arbeit hier in der Schule steht natürlich der Schüler. Es geht uns als Lehrerschaft um die Vermittlung von Inhalten, aber natürlich auch ganz stark darum, dass jeder Schüler, der an unsere Schule kommt, auch eben diese mit einem Schulabschluss verlässt. Und viele Dinge tragen dazu bei, das zu erreichen. Und da würde ich einige einmal nennen wollen. Ganz, ganz wichtig für mich an erster Stelle steht grundsätzlich eine wertschätzende Atmosphäre hier bei uns an der Schule. Das gilt für die Schüler im Umgang mit den Schülern. Das gilt natürlich auch im Umgang miteinander allgemein hier bei uns an der Schule. Und in den Klassen versuchen wir sehr stark die Toleranz, die Zusammenarbeit, die Akzeptanz, dass Menschen unterschiedlich sind, auch zu fördern und zum Gesprächsthema zu machen. Ein Gemeinschaftsgefühl ist uns wichtig, denn wir wissen, oder mir ist es auch schon häufig so ergangen selbst, dass eine gute Atmosphäre auch dazu führt, dass man gemeinsam besser lernen kann. Und das ist nun mal unser oberstes Ziel, dass wir in den Klassen eine gute Arbeitsatmosphäre haben, in denen wir gemeinsam vorankommen können. Vielleicht kennen Sie alle aus Ihrer Schulzeit das Praktikum in Klasse 9. Wir haben das jetzt erweitert, das heißt in Klasse 7 sind unsere Schüler bei Job A zum Assessment in einem Assessment Center. Daran anschließt sich in Klasse 8 dann eine 10-tägige Berufsfelderprobung, auch bei Job A. Dann ein 10-tägiges Praktikum in Jahrgang 8. Dann nochmal ein 5-tägiges Praktikum in Jahrgang 9 für alle, die eine ESA-Prognose bekommen haben. Und noch ein 14-tägiges Praktikum dann im Frühjahr für alle 9-Klässler. Und natürlich ein Wirtschaftspraktikum dann in Jahrgang 12. Für diese Berufsorientierung haben wir einen extra Jobcoach. Die Oase der Ruhe ist der Ort zum Entspannen, Tee trinken, zum Lesen oder einfach auch nur mal zum Abschalten vom Schulalltag. Anmeldungen werden zwischen dem 23. Februar und 4. März entgegengenommen. Beratungen sind jederzeit nach telefonischer Absprache möglich. Die Einschulung der neuen Klassen erfolgt am 2. September um 9.30 Uhr.